Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight mit der wunderschönen Feng Ming und dann kommt erst der wunderschöne Markus. Also, der Wurstboy Markus, der, ja moin! Der Wurstboy Markus, stimmt. Oh. Ich lasse heute Nostalgie aufleben und spiele den Wurstboy. Geil. Oh! Oh mein Gott, ich bin tot! Hat er mich gesehen? Leatherface. Ich hab den gar nicht gesehen. War der oben? Ich hab den gar nicht gesehen. Vor allem, ich kam nicht durch dieses Scheiter. Da ist eine Lücke und ich kam nicht durch die Lücke. Hier sind so drei Reifen. Und du kommst zwischen Reifen und den ist nicht durch die Lücke. Geil. Ja, das Problem hatten wir gestern auch. Da waren Lücken, wo ein 40-Tonner durchfahren kann. Ja. Aber ein Meter breiter Survivor passt da nicht durch. Ist so. Ich raff's nicht. Er ist ins Haus gegangen. Nein, der kommt zu mir. Nee, der hat einen anderen gefunden. Bist du gerettet? Nee. Oh, doch. Ich glaube, du wirst verfolgt. Nee, wird an Dwight wird verfolgt. Da kommen jetzt zwei heiße Jakes. Nein, der Wurstboy ist langsamer. Ich glaube, meine Wurst ist schwerer als meine. Was ja eigentlich... Oh, der kommt, Was ja, was wieder, eigentlich nicht schlimm ist, ne? Nein. Oh, der will dich oder den Jake? Der will dich, glaube ich. Oh, jetzt sind beide da oben. Hat der Jake ihm jetzt zugenickt? Warum bist du hochgelaufen? Was macht er jetzt? Todesfalle. Der nickt. Mori. Der nickt. Ah ja, stimmt. Ich werd nochmal getötet. 1:52, was ist das für ein... Du schreist mir einfach sehr laut. Ich schreie sehr laut? Ja. Ich oder die? Dein Charakter hat so. Ja, das war ein hervorragender Start, finde ich. Also es war wirklich gut. Das war richtig gut von mir gespielt. Grünes... Der hat auch noch ein grünes Ohr. Oh mein Gott. Ja, vielen Dank für diesen Tunnel auf jeden Fall. Herz allerliebst, echt. Der Gute hat Barbecue und Chili, Erregung, Nurse Calling, und verstört mit. Ich lande einfach immer bei dir. Ja, ich kenn dich. Wirklich ohne Witz, das ist sogar ein Beweis. Das seht ihr jedes Mal, wenn ich zuschaue, ich bin immer bei Markus, immer. Bei mir genauso. Ja. Auch wenn wir Vierer SWF spielen, der wird auf jedem sein. Genau. Der ist immer auf dir. Ja. Das Spiel weiß aber, was ich sehen will. Ja. Ich hab's auch überhaupt nichts gegen. Ich freue mich jedes Mal. Der sucht dich im Feld, oder? Macht der da? Ja, ich glaube auch. Kannst du mal meine Wurstchen in Ruhe lassen? Junger Mann? Naja, er ist ja nicht an deiner Wurst dran. Nee, der will aber meine Wurst. Hi, Divitzka, geh doch mal von diesem Generator weg. Boah, jetzt fangen die Killer schon an, die Generatoren zu campen. Ich glaub, mein Schwein pfeift, ey. Ja. Oh, nehm ich halt den hier. Der ist auch schön. Auf jeden Fall bist du jetzt hier. Ich glaube, das Video ist jetzt für dich gemacht. Oh, geil. Ich stehe gerne im Rampenlicht. Ja, absolut, weil... Light me up, Johnny. Also, ganz ehrlich, ich bin noch nie so schnell gestorben. Nee, ich bin noch nie so schnell gestorben. Ja, ich dachte mir schon, dass er tunneln will. Weil ich aber nicht verstanden habe, warum ihr auf den Berg gegangen seid. Da waren diese Jungle Gyms. Ja, ich wollte halt auf dem Berg und dann wieder runter, und weil da die Palette war. Aber war einfach dumm. Das ist mein erstes Spiel. Ich habe nicht viel geschlafen. Lass mich. Warum findet ihr denn keine Survivor? Wer will denn immer von mir? Ja, er findet dich, ne? Ja, der will aber eine Wurst. Ja. Hast auch eine wunderschöne Wurst. Auf dem Rücken. Oh, war nicht so gut. Oh, lol. Was? Was? Das war dumm. Sind wir aufgeregt? Ja. Die ganze Welt schaut mir zu. Die ganze Welt schaut dir zu, so ist es. Ja, genau. Leatherface. Yep. Ja.
Ah, pass auf! Oh, lol! Ah, jetzt hat er dich. Jetzt hätte er dich mit der Kettensäge eigentlich bekommen können. Nee. Nicht? Meinst du nicht? Nee, nee. Vakuumpalette. Was zum Teufel? Ich habe aber auch ein Glück gerade. Oh mein Lordy Lord. Oh, ich bin geboostet. Oh, ich bin geboostet. Ich brauche diese Palette. Warum passieren die Gens nicht? Und warum bin ich so doof? Da war keine Palette mehr, ne? Nein! Die hast du doch vorhin benutzt. Nein! Was machst du da? Oh, schade. Jetzt hat er getroffen. Der Big Spin war zu schlecht, zu spät. Taschlampe? Ich glaube nicht, mein. Yes! My man! Woo! Later, bitch! Nice, nice, nice. So, jetzt nimm mal bitte jemand anderen. Und wo sind die Gins? Ist nicht ein Gin in dieser ganzen Zeit fertig gemacht worden? Ja. Ah, jetzt, guck mal. There we go. Man muss doch meckern. Boah, hab ich echt schlecht gespielt da, ne? Nee. Doch. Kann ich besser. Ach, du hast, ich habe verstanden, habe ich nicht schlecht gespielt. Also ich finde, du hast es am Anfang echt gut gemacht. Halt einmal, dass mit dem Fenster war. Aber du hast echt gut gemacht. Nee, kann ich besser. Ja? Bin ich nicht zufrieden. Gut, ich kann auch besser. Und wie gesagt, ich bin eigentlich nie die Erste, die stirbt. Und ich bin jetzt die Erste, die innerhalb von einer Minute und 30 Sekunden gestorben ist. Jetzt gibt er auch noch an, weißt du? Jetzt weiß er schon, dass er beobachtet wird. Jetzt muss er davon nochmal zeigen, was er kann, der Junge. Ja, ja. Wir erweisen dir die letzte Ehre. Ja. Ich werde geteabagged. Super Ehre. Dankeschön. Dankeschön. Ja, jeder ehrt. Ich bin teabagged wert. Auf andere Weise, ne? Absolut. Ja, los, Jay. Kann man Splinter Burst? Ich wollte es gerade sagen. Haben wir Splinter Burst, du? Ich wollte es gerade sagen. Wobei Splinter gegen Leatherface gar nicht mal so dumm ist, finde ich. Es ist gegen keinen Killer dumm, aber es ist halt auch irgendwie Overkill. Inwiefern? Du brauchst eigentlich keinen Exhaustion Perk, weil Survivor spielen ist mega einfach. Gut, auf der Karte hier sind halt viele Fenster, kaum Paletten irgendwie. Wird auf jeden Fall ein gutes Layout erwischt. Oder eins von den guten, besseren. Ja. Da gibt's auf jeden Fall auch deutlich schlimmere. Skillcheck Mania. Ja. Ich merke gerade, dass ich immer noch WhatsApp auf habe und jetzt kam gerade eine WhatsApp-Nachricht. Ich entschuldige mich dafür und es tut mir sehr leid. Ey, schon wieder? War doch letztens erst. Letztens? Da kam ich nicht durch. Ja, da kam ich nicht durch. Kann man da. Naja, da bin ich gehen. Oh mein Lord, ey, Depper Daylight. Was ist mit dir? Mr. Sneaky, du bist gar keine Claudette? Dann links im Feld, da war noch der genau. Oh. Ich hätte fast einen Stein. Oh, hallo. Aber der eine, der spielt auch ganz schön mit ihm. Wenn der überhaupt noch verfolgt wird. Meinst du nicht? Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wo die sind. Ich hatte gerade kurz Herzschlag. Ja, links, da waren die vorhin. Überleg gerade, wo die ganzen Gents sind. Weil im Scheck war einer, hier ist einer. Ich habe den gar nicht schreien gehört. Nee, ich auch nicht. Barbecue und Chili, ne? Aber ich glaube, ihr solltet das schaffen. Decisive Strike. Yep. Dribble me up, baby. Gut, kostet ihn halt jetzt ein bisschen Zeit, ne? Boah, es wäre natürlich jetzt sehr geil gewesen, hätte er andere Lean gehabt, wenn er noch auf dem Boden gewesen wäre. Oh ja. Oh mein Gott, das wäre. Ich glaube, du hast da keine Palette mehr, wo du hingehst. Oder doch, nee, du hast noch eine. Zwischen den Heuballen. Oh mein Gott. Boah, der Reifenstab. Ja, ja. Macht mich fertig. Ja. Ah, da links noch eine Palette, hier ist eine Palette. Glaube aber nicht, dass er vom Haken weggeht. Und ich habe ein grünes Medkit gezogen, ohne Dingsbums. Ich habe gestern wieder mit Planners gespielt. Viele, viele braune Items. Okay. Und gelbe. Okay. Und immer wenn ich ein lila hatte, war ich tot. Oh, ihr gut, ich wurde jetzt gemorit. Innerhalb von 2 Minuten. Das war vielleicht.
Das war jetzt nicht das beste Play. So, Alex, können wir irgendwas für dich tun? Den sieht es, hat er nicht. Nope. Nope. Der steht mit aufgezogener Kettensäge da. Nope. Mal, ich guck mal bei ihm. Ja, okay. Der steht direkt vor ihm. Alles klar, ja, sehe ich. Das wird nichts, Alex. Jetzt könnte er eigentlich sich versuchen zu befreien. Ja. Na gut, bringt ihm halt auch nichts, dann wird er direkt wieder umgesägt. Ja. Der macht direkt einen Backflip. Und damit er. Nee, gemurrt werden kann er ja nicht. Das ist eklig. Killjoy. Aber ist das schon so eine Art Facecamp, oder? Ja klar, das ist ein Facecamp. Das ist halt der Facecamp, der noch möglich ist, ja. Der noch möglich ist. Den richtigen Facecam gibt es da nicht mehr, weil ja, du kannst, ja, ja. Kannst. Nee, aber Facecam war ja doch mal eine Zeit lang verboten. Nope. Nicht? Nein, Facecam war schon immer erlaubt. Was verboten ist, ist targetspezifisches Facecampen. Wenn du immer und immer wieder die gleiche Person und nur diese Person facecampst. Okay. Wenn du jeden facecampst, ist es egal. Das ist erlaubt. Aber wenn du jetzt wirklich, keine Ahnung, dich mag jemand nicht und jedes Mal, wenn du in seiner Lobby bist, facecampt der nur dich und keinen anderen. Ja. Und du kannst das beweisen. Ja. Das ist nicht erlaubt. Okay, ich dachte facecampen an sich wäre... Nein, nein. Ja, facecampen ist vollkommen erlaubt. So ein Bullshit eigentlich auch einfach, ne? Ja, ist halt laut den Devs eine Strategie. Eine super Strategie. Auf jeden Fall. Finde ich. Facecampen, campen, tunneln ist alles, ja. Ganz ehrlich, das Problem ist, mit dem Tunneln jetzt. Wenn du nicht tunnelst, das kostet halt alles viel Zeit, ne? Wenn du jetzt einen neuen Survivor hast, den musst du erstmal einmal anhitten, je nachdem welchen Killer du spielst, aber in der Regel musst du den erstmal anhitten, dann hast du die Paletten, dann musst du den verfolgen, bla bla bla. Aber der vom Haken geholt wird, der braucht ja nur noch einen Hit. Richtig. Und ja. Dementsprechend geht das Spiel dann auch einfach schneller. Und ich merke das einfach jetzt immer, wenn ich Killer spiele, nicht zu tunneln, es ist schwierig geworden. Es war schon damals schwierig, aber jetzt ist es vor allem, es ist wirklich sehr schwierig geworden, weil die Survivor auch im hohen Rang einfach nur noch runterholen. Die haben auch gar keine Angst, ist denen scheißegal. Ja, die warten nicht. Das recht. Geh gerade weg und dann zack, wird er geholt. Ist, glaube ich, geschuldet durch das neue System einfach. Mhm. Weil du da ja von allem etwas machen musst und da ist jeder irgendwie gierig auf die Unhook. Ja. Um da einfach Embleme zu sammeln in der Kategorie. Ist schwierig. Ich glaube, ich habe noch nicht viel Killer gespielt, aber ich glaube, wenn die mir so kommen würden, aber auf der anderen Seite, der am Haken kann halt auch nichts dafür, dass er direkt abgekrabbelt wird. Richtig, das denke ich mir halt auch immer. Und ich sage jedes Mal, es tut mir leid, wenn ich, aber, also was ich mittlerweile nicht mehr mache, das habe ich damals gemacht, wenn ich jemanden geholt habe und er läuft zu, und ich bin auf der anderen Seite und er läuft mir zufälligerweise entgegen, habe ich ihn nie genommen. Also, ne, ja. Oder ich habe ihn einmal angehittet und habe ihn auf dem Boden liegen lassen. Das habe ich meistens gemacht. Mittlerweile nehme ich den und hänge den wieder auf. Das mache ich so oder so, je nachdem, was ich für ein Gefühl von der Runde habe. Wenn ich halt dominant bin irgendwie, sage ich, ach nee, dich will ich jetzt gerade nicht. Aber wenn ich merke, hier musst du auf Zack sein. Wenn ich dich gerade sehe und keinen anderen, sorry, hast du halt Pech. Ist unlucky. Ja. Ist dann so. Weil das Spiel geht mittlerweile bedingt durch die Survivor so schnell. Du hast als Killer keine Zeit, du kannst nicht eine Sekunde mal durchatmen, du musst hetzen und wenn du 30 Sekunden keine Chase kriegst oder so, dann wird schon schwierig. Ja, ist so. Meine Katze guckt mich gerade an und die hat unten an der Lippe, ich weiß nicht, was sie, ja, ich habe ihr vorhin was zu essen gegeben, hat sie jetzt ein bisschen was dranhängen, schön, hat sie schön gegessen. Die wollte was mitbringen. Ja, falls du auch Hunger hast. Ja. Oh ja, Katzenfutter, geil. Ja, ist doch super, oder? Ist mega lecker. In so einer Zombie-Apokalypse oder so würdest du dich darüber freuen? Ja, natürlich. Da würde ich mich wahrscheinlich über alles freuen. Boah, da würde ich sogar einen Regenwurm essen. Ja, und wahrscheinlich ist ein Regenwurm noch leckerer als ein als Holzhundefutter. Awesome, dankeschön, Claudette. Oh, es ist ein Meyers. Und schon wieder eine WhatsApp-Nachricht. Es tut mir so leid. Es tut mir... Warum wollt ihr mich? Oh mein Gott! Ah, was? Ich glaube... Oh mein Gott! Ich spiele einen Haufen Grütze. Leute, es tut mir so leid.
Ich weiß nicht warum. Vielleicht sollte ich dein YouTube übernehmen. Oh ja, Katze, genau. Komm auf meine Tastatur. Oh mein Gott. Ja, jetzt zeigt sie mir den Hintern. Oh mein Gott. Ja, oh mein Gott, Katze. Wartet mal ganz kurz. So. Ein Traum in so einem Video. Oh mein Gott. So, fängt auf jeden Fall. Es ist ein super. Es läuft gut, ja. Er hat von mir abgelassen. Und vielleicht solltest du mal das Video übernehmen. Ja, ich glaube auch. Irgendwie ist es ganz komisch jetzt gerade. Ich weiß auch nicht. So schlimm habe ich. Ich bin gegen den Baum gelaufen. Doch, Claudette, ey. Jetzt haben wir dann Jen auf der Hälfte und die loopt den jetzt an dem Jen. Da bin ich als Survivor kein Fan von. Wenn sie weiß, da ist noch jemand und sie geht nicht weg. Ja, wenn du halt einen Jen irgendwie schon relativ weit fortgeschritten hast und dann kommt halt der Killer und der zweite Survivor loopt den halt um den fast fertigen Jen. Ja. Dann muss der andere erstmal wegrennen und einen neuen Jen suchen und dann tritt er wahrscheinlich noch kurz davor und. Ja, stimmt. Ist genau wie mit Ruin. Ich hab da öfter mal das Glück. Ja, hast du den Jen so auf 90% hochgeknüppelt? Und plötzlich kommt der Killer und du musst diesen Jen verlassen. Und dann kriegst du. Denkst du so, oh, ja. Ich saß da jetzt 5 Minuten an diesem Jen dran. Was aber auch geil ist, wenn der Killer kommt, du bekommst dann Fähigkeit-Check. Das heißt, du musst weg trotzdem, ne? Und du verkackst ihn dadurch. Ja. Ist auch ein Traum. Ja. Ist auch ein Traum, ja. Ist ein Träumchen. Passiert sehr oft. Mhm. Bling, bling. Faming läuft nur und die stöhnt schon, ne? Ja, die hat halt nicht so ein großes Lungenvolumen, ja. Ne? Ist ja auch relativ zierlich. Ja. Da ist nicht viel Platz für eine Lunge, ne? Was? Was? Keine Ahnung, lass mich Quatsch erzählen. Wie bitte? Ja, du hast recht. Das kann ich doch ganz gut. Quatsch. Also du kannst beides ganz gut. Ich glaube, wir beide können beides ganz gut. Da bin ich mir sicher, da bin ich überzeugt. Worden. Ja. Hier mal erst zu spielen, finde ich aber auch schwierig. Du kannst super schwer nur stalken. Allgemein, Meier spielen finde ich sehr schwierig. Allgemein die Killer, die hinterherrennen und nicht One-Shot. Der hat One-Shot-Potenzial, aber es dauert. Ich laufe schon wieder. Auf einer Kackkarte bist wie auf der hier, wo du kaum stalken kannst. Oh mein Gott, Claudette, es tut mir leid. Claudette, ich habe dich zu spät gesehen. Die macht das auf jeden Fall sehr gut, die Claudette. Aha. Gibt ein Leckerli nach der ja, Runde. Ja, hör mal, er folgt mir gerade. Aber gut. Ach, er folgt dir jetzt gerade. Gut, die wurde ja gerade die ganze Zeit verfolgt. Nee, stimmt. Jetzt folgt den Quentin. Hat sie gut gemacht. So. Meine lieben Freunde, heile machen. Ein wenig Selbstfürsorge am Morgen schadet nie. Okay, jetzt musst du uns mal bitte erklären. Oh mein Gott. Das Perk, womit du dich selber heilen kannst, heißt Selbstfürsorge. Ja, ich weiß. Aber dein Satz, ein bisschen Selbstfürsorge am Morgen schadet nie, den möchte ich ein bisschen näher erläutert bekommen, bitte. Ja, wenn man sich, gut, es ist mittlerweile kein Morgen mehr, aber da ich noch nicht so ganz lange wach bin, ist für mich noch ein bisschen Morgen. Mhm. Da schadet sowas nie, wenn man sich ja selber versorgen kann. Hallo! Ne, mit dem Kaffee. Mit dem Kaffee natürlich, und ja. Da versorgt man sich selber. Ja. Mit dem Toilettengang, schön Wasser ins Gesicht. Mhm. Und eine schöne Selbstversorger eben. Ja. Ja, macht ja jeder Mensch am Morgen, ne? Ja, nicht unbedingt jeder, aber so Gesicht waschen und so ist, glaube ich, schon sehr beliebt. Meinst du? Ja, ich glaube nicht jeder ist ein Kaffee- oder Zigarettenfreund. Das stimmt. Oh, ich hasse diesen Zeppelin hier. Warum? Weil hier gibt es eine Stelle, wo du halt immer hängen bleibst. Er ist noch auf 3 und er ist bei ihr. Ich versuche sie mal zu holen. Aber ich glaube, er campt. Ja, er campt so halb.
Adrenaline! Wow, hier ist die Luke. Ja, er campt so halb, halb. Er patrouilliert, ne? Patrouilliert. Ah, er hat nöt. Wie denn jetzt? Er hat nöt. Ja, der geht auf mich. Hebt er dich hoch? Ja, ja, klar. Fuck, ich weiß nicht, ob ich das schaffe mit dem Totem. Da ist er in der Griff. Ich zieh durch, ich zieh durch. Der kommt. Ich zieh durch, oh mein Gott. Was? Oh, wow. Du hast aber nicht bekommen. Was ist, wie geht das denn? Wie geht das denn, dass ich das... Das geht doch gar nicht. Krabbel mal weg, krabbel mal weg. Das geht doch gar nicht. Das doch, das, ja, das ist genau wie, du stunst den Killer und wirst trotzdem getroffen. Dann macht ihr auch keinen Sinn. So ein Bullshit. Wie kann ich das Totem zerstören und er bekommt mich dann noch mit Nöt? Das ist doch, hat doch gar keinen Sinn. Das ist halt, sobald er den Schlag ansetzt und in deiner Hitbox landet, ist das halt ein Treffer. Ja. Oh, ich werde gefacecampt. Ich war böse. Ne, kein Nöt mehr, ne? Das ist krass. Oh, ich muss mich erst dran gewöhnen, dass die Mikeys in letzter Zeit alle Nöt dabei haben. Jeder Killer hat Nöt. Ja. Oh, der Pacific gefacegunt. Ja, ich werde gefacegunt. Die Luke ist direkt hier, wo ich T-Bagger. Ja, gut, aber die beiden sind noch da, ne? Ja, ich weiß. Er stalkt. Der muss mich hassen, ne? Oh, lol. Claudette, Claudette, hol mich doch! Kann dir nicht, kann dir nicht, kann dir nicht. Geht nicht. Bis er mich aufgehoben hat. Echt? Jetzt kann sie. Der will dich. Ja, der kriegt mich auch. Oh, die hat kein Borrow-Time. Nee. Ich hab aber, warte mal, ich geh in die Palette. Nee. Boah, der will. Oh, noch remake it. Ah, der will mich, ja. Der will mich hart. Der will mich hart. Ja, der Eisener will. Eisener Griff, ne? Das wird nix. Ich bin noch nicht mal. Oh, nice. Ganz ehrlich, das ist gar nicht mal so schlecht, weil. Nein, das ist gut. Er holt mich. Wobei der Haken ist halt damit. Ja, ja, der ist halt auf 3. Ne, jetzt können wir nicht mehr blocken. Ja. Scheiße, nee, schaffe ich nicht. Ah, schade. Ja, jetzt wird er erst recht nicht weggehen. Hm. Ich glaube, mit Team Effort kriegen wir dich da runter. Ja, ich brauche Borrow Time. Ja, ich habe Borrow Time. Joa, kommuniziere das mal mit dem Random. Erstmal muss er von 3 runtergehen. Ja. Ja, klar. Ja, okay, der macht Zeit genossen auf jeden Fall. Ja. Ja, der dachte wahrscheinlich mit Nöt, ne? Nöt regeln, ne? Ja, ist wirklich so. Au. Ja, ist so, auf die Frau zu schlagen, man schlägt keine Frauen. Ist so. Man schlägt. Aber ich brauche jetzt einen. Ist noch einer bei dir in der Nähe? Kommt eine Claudette. Ich brauche einen, der anfängt. Ja. Ne, die. Pass auf. Sei frei! Der will dich. Nee, der will dich. Okay. Ich hab Borrow Time. Ja, das Ding ist, der wird dich daneben, der wird dir traden. Also geh einfach. Nö. Das ist halt, das ist uns gestern aufgefallen. Das ist einfach nur noch mit Borrow Time, ist halt nur noch ein Getrader. Du tradest dein Leben für das. Für dessen, das ist das Problem jetzt, dass wir mit den anderen nicht kommunizieren können. Wer hat Borrow Time, wer kann ihn ablenken, weißt du, weil dann wird es funktionieren. Ja, ja, da ist halt die Stärke von SWF, ne? Ja. Der facecampt mich auf jeden Fall nicht. Der läuft hier rum, aber der facecampt mich nicht. Jetzt facecampt er mich. Ja, jetzt steht er neben mir. Wo sind die anderen? Direkt hinter dir. Quentin ist etwas weiter weg. Die beiden sind etwas weiter weg. Der hat keine Lust, gestalkt zu werden, ne? Ich denke mal, sonst würden die auch direkt hier um den rumrennen. Claudette rennt jetzt die ganze Zeit rum, Quentin kommt auch. Wo ist sie denn? Hinter mir alle.
Aber alle etwas weiter weg. Der Quentin sitzt in der Ecke. Oh, ich renn einfach raus. Renn raus. Renn raus. Renn raus. Das wird jetzt. Rennt raus. Ich wollte eigentlich schon die ganze Zeit nicht strugglen, damit die alle rausgeht. Ah, scheiße. Ah, das. Ich war. Aber er hat ja vorhin Diabolik, also es hätte ein bisschen gedauert. Und, ich glaube, wir hätten die beiden ihn irgendwie abgelenkt, so ein bisschen. Ja, die Claudine ist die ganze Zeit rumgerannt, aber der hat nicht auf die Claudine geachtet, gar nicht. Das ist schon in Ordnung, ich habe 70.000 Punkte gemacht, Kuchen, Party-Streamer, 4 Stacks, ich bin happy. Du bist am Leben, ich bin glücklich. Boah, trotzdem, ich hätte dich gerne gerettet. Ach, Kacke, ah. Ich glaube, der fand es einfach nicht so geil, dass ich das Totem kaputt gemacht habe. Nee, der schien nicht so glücklich. Der schien nicht so glücklich, nee. Der war, hat auf jeden Fall einen Querhang gehabt. Ja, der war. Oh, Deutschland war eine gute. Ja, ich kenne den. Echt? Ja, er sagt mir was, ja. Mir sagt er gar nicht. Ja, interessant auf jeden Fall. Aber ich finde, richtig Bombe war die erste Runde. Also, du hast auf jeden Fall gerissen. Dieses Let's Play. Gerne. Ich warte dann auf die Bezahlung, ich gucke auf mein Konto. Alles klar. Okay, kriegst einen Euro. Und Keks. Yes, der Keks ist der Wichtigste. Den Euro kannst du behalten. Für den Keks. Den kriegst du dann, überreiche ich dir persönlich. Oh, sehr schön. Als Geschenk, weißt du? Sehr schön, so. Ich freue mich. Ja, bitteschön. Tja, so machen wir's. Okay, vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Euch noch einen wunderschönen Abend und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.